Glurak hier, Glurak da. Der einstige König des Pokémon-Sammelkartenspiels wurde in der Schwert- und Schild-Ära entthront. Nicht nur von Nachtara, sondern auch von Giratina V, welches wir im neuen Set finden können. Die Karte ist sehr teuer, sie ist schwer zu ziehen und niemand kann sie sich leisten. Und natürlich habe ich mich auf den Weg gemacht und ich wollte diese Karte unbedingt selbst. Und so stand ich da in meinem Lieblingsgeschäft mit einer Top-Trainer-Box von dem neuen Set und einer Astralglanz-Booster. Und wir schauen jetzt mal, was mehr gönnt. Astralglanz-Booster oder die Top-Trainer-Box, welche beschädigt ist. So, machen wir mal das Ganze auf. Typischen Inhalte und genau diese Karte hier, die werde ich jetzt rausziehen. So, erste Booster. Ach, das ist Pikachu schön. Rosana, freut mich, dass wir eine Character Rare Karte kriegen im neuen Set. Mirapla, immer schon ein Favorite meinerseits. Der war ich mal, wie ich klein war. Und Kyurem Vimax. Hat schon mal gut begonnen mit dem ersten Booster Quapsel. Auch sehr feine Sache. Fukano sowieso, einer meiner Lieblinge. Und Relaxo. So krass, Wuffel Drop. Na komm. Gib uns was Geiles, Macholo wieder. Shiny Gardevoir. Hopp. Rosanna wieder mal. Und wir haben. Wow. Taubos V. Kann man lassen. Aber eine Karte fehlt natürlich noch. Noch eine Charakterkarte. Also kann man sich nicht beschweren bei der Ausbeute bis jetzt. Sehr viele Mini-Hits. Und da scheint schon wieder was. Und, Thermopod V, Charakter, Superkarte. So. Ist eigentlich schon eine sehr gute Box gewesen. Aber, haben wir Giratina V? Haben wir es? Nein, schaut schlechter aus, glaube ich, ja. Okay, Astral Radiance. Vielleicht kann dieses eine Booster die gesamte Box schlagen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber ich probiere es trotzdem mal. Und. Komm. Dialga, Palkia, gib uns irgendwas richtig Geiles. Und wir haben... Ja, Freunde, ihr habt das gesehen. So wie immer, ich habe nicht wirklich irgendwas gezogen. Aber ich habe nicht aufgegeben und bin dann weiter. Und habe weiter gesucht, wo ich noch diese Boxen bekommen kann, da in meinem Local Store einfach alles ausverkauft war. Ich war dann schließlich am Hauptbahnhof und dort gibt es einen Müller, der ist da etwas versteckt. Da gibt es ein kleines Einkaufszentrum am Bahnhof drüber quasi und dort habe ich mich nachher hinbewegt. Und da waren wir schon. Das Mario Lego. Sehr spannende Sachen. Und ja, wie ich dann drinnen war, war ich dann hier. Und ich habe hier keine Pokémon-Produkte gesehen, zu meinem Erschrecken. Wir haben Magic, wir haben Yu-Gi-Oh! Fußball, Fortnite, aber. Tja, das schaut schlecht aus. Sind wir nichts von Pokémon, leider. Nachdem ich am Hauptbahnhof auch nichts gefunden hatte, bin ich dann mit dem Zug weiter nach Wien-Mitte ins Zentrum von Wien. Im dritten Stock hochgefahren und da vorne seht ihr schon, da war ich schon mal in einem Video. Und wie ihr seht, gibt es nur, ja, muss sagen, das Flop-Set Pokémon Go, viel zu kleines Set. Ansonsten alles leer geräumt und da war einfach nichts dabei. Nachdem ich jetzt in meinem Local Store die Box probiert habe zum Aufmachen, ich zum Hauptbahnhof gefahren bin, dann nach Wien-Mitte und ich keine Elite-Boxen gefunden hatte, bin ich dann gleich nebenan zu McDonald's gegangen, um mir dort zumindest ein paar Packs zu holen. So, mal zu McDonald's gehen, meine Kleinigkeit holen. So, mal Pikachu, Epimil-Spielzeug. 1, 2, 3, 4, ist okay. Und einen kleinen Snack. Ein Burger. So, hier haben wir die vier Booster. Und lasst uns hineinschauen. Nicht aufpassen. Ihr wisst, man kann das ziemlich leicht spoilern. Und es ist nicht so einfach, die Reverse aufzumachen. So. Los geht's. Ersten zwei Karten. Wir haben Ladybar und dann ein Fugano. Wie schön, die kann man lassen. Lapras gefällt mir. Ich dachte zuerst, die gibt es auch in Holo, die gibt es aber gar nicht. Und zack, ich glaube noch bis Ende September ist das Angebot bei McDonald's. Und Farbigel, der ist nice. Pikachu wäre schon eine feine Sache. Ich glaube, der geht so für 3,50, 4 Euro. Ich kann auch falsch liegen. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Und wir haben. Komm,
Komm. Ich muss irgendeinen Hit haben. Das waren jetzt schon... viel zu viele Booster schon wieder. Ich war dann mega enttäuscht, weil ich in den McDonalds-Bussern auch nichts drinnen hatte. Bin dann gesessen, in mich hineingekehrt und dann kam mir die mega Idee. Wie wäre es, wenn ich mir einfach statt Booster nachzujagen, statt Giratina nachzujagen, eine ebenwürdige Karte hole, die ich auf Cardmarket gesehen hatte, dass ich sie in Wien direkt abholen kann in einem Kartengeschäft. Und so hatte ich mich auf den Weg gemacht in das Kartengeschäft und ja, es war sehr spannend. Schaut selbst, was da passiert ist. Freunde, wir sind jetzt hier auf der Marilferstraße, aber eins ist klar, ich habe das Wasser reserviert. Und weil ich es reserviert habe, gehe ich mal stark davon aus, dass es niemand weggekauft hat. Es ist zwar auf Cardmarket der Fehler, dass ich das Bild nicht laden kann, der Karte, aber ich denke mal, dass die Karte schon in gutem Zustand sein wird. Das wäre schon ziemlich schade. Sind wir jetzt da vorne, ist das Geschäft. Ich kann mich gleich mal das Pokerisch vorstellen. Dass ich mal gleich wissen, wer da reinkommt, sich das Rockwasser holen. Ich grüße euch. Ich hätte gerne ein Rockwasser VMAX von Drachenwandel. Rockwasser, ich habe es reserviert schon auf Pokerisch. Ich würde es mir noch gerne anschauen im Zustand. So. Freunde, jetzt geht's ab. Ich habe gleich das Rockwasser VMAX. Puh, schauen wir mal. Ansonsten wirklich schöne Sachen hier. Ich zeig's euch jetzt nochmal. Hier gäbe es jetzt eigentlich auch die Elite-Box, die ich haben wollte, aber ich habe mich jetzt umentschieden. Hier gibt's es. Aber ich habe mich jetzt umentschieden und ich nehme jetzt ja, die Einzelkarte. Und ich glaube, das wird eine sehr gute Entscheidung. Ansonsten, ja, die haben sehr viele Sachen hier. Ich muss aus dem Safe raus, ja. Ah ja, super. Passt. Das gehört, Leute, die holen die Karte aus dem Safe. Das heißt, es ist schon was ganz Besonderes hier. Hohoho, Alter. Hier haben wir die Karte Near Mint. Was jetzt interessant ist, natürlich die Ecken, die schaut sehr stark aus von vorne. Drehen wir sie um und ja, sie ist im super Zustand, Freunde. Diese Karte muss ich mitnehmen. Für 225 Euro? Das ist richtig, ja. Passt. Kann man 220 machen? Nein, das ist leider fix. Okay, Freunde, ich habe hier einen Rockwasser VMAX. Und ich schaue es noch mal ein bisschen. Kannst du hier rausnehmen aus der Höhle, wenn du magst. Gut, schon die Ecken. Ja, passt für mich. Ja, super. Freunde, ich hab's. Echt eine sehr schöne Karte. Auf jeden Fall. Ab 30 ist es relativ guter Preis, das kann man nicht machen. Vor allem, weil ich kein Versand soll. Ja, Leute, ich hab's. Ich entferne es auf deinen Einkaufswagen, oder ja, auf den Bestand. So, Freunde, jetzt geht die Übergabe. 225 Euro für diese epische Karte. Bitte. Dankeschön. Ich bin mega begeistert. Freunde, ich hab sie.